Zuletzt bei Pokémon SoulSilver Randomizer Nuzlocke. Nicht nur, dass wir in einen richtig schweren Doppelkampf verwickelt waren, wir mussten auch noch in dem letzten Part gegen Kairan, den wir natürlich mit unserem Können, was wir natürlich besitzen hier, besiegen konnten und damit den Insektorden unser eigen nennen können. Moin moin liebe Freunde, ein herzliches Willkommen zum nächsten SoulSilver Randomizer Part. Nicht Nizer, sondern Eiser Part. Oder Randomizer. Randomizer Part. Ja, Guys, ist einiges geschehen. Wir haben viel trainiert. Wir haben zwei Orden. Wir haben einen neuen Encounter uns gefangen. Und das erste, was ich jetzt mache, ist nochmal ein paar neue Pokebälle kaufen. Weil das ist immer gut, nochmal Pokebälle zu haben, weil wir letztes Mal viele verwendet haben. Und uns kann ja auch irgendwie was richtig Cooles passieren. Also ich wollte schon was Schlimmes sagen. Aber so viel dazu. Ich wollte heute mit euch ein bisschen was machen. Wir werden heute durch den Streichenwald gehen. Werden versuchen, uns einen neuen Encounter zu haben. Werden uns natürlich auch auf Bianca vorbereiten. Das wird auch extrem schwierig. Steineichenwald, so. Nicht Streichenwald. Auf jeden Fall habe ich heute ein bisschen was vor. Ich habe natürlich auch wieder ein paar Fragen vorgestellt. Und es ist endlich wieder soweit. Jetzt ist es so, die ganzen, also die Soul-Link, SoulSilver, nicht Soul-Link. Die SoulSilver kommt jetzt ganz normal oder wird jetzt ganz normal, jetzt immer wieder Dienstag, Donnerstag, Samstag kommen. Außer natürlich, ich sollte wieder krank werden, was wir natürlich jetzt mal alle nicht hoffen, ne? Guys, also da, das ist ja nun, ne? Das wollen wir jetzt mal alle nicht hoffen, dass, dass ich das wieder werde. Ne? Aber ansonsten wird die jetzt ganz normal erstmal wieder kommen. Könnt euch drauf freuen. Ich habe auf jeden Fall riesig Bock drauf, kann ich euch jetzt schon sagen. Ich freue mich richtig drauf, muss ich sagen. Ich freue mich echt drauf, weil ich hatte, wo ich jetzt zum Beispiel Samstag die Folge aufgenommen hatte, konnte ich nur eine Folge aufnehmen. Da musste ich leider ja schon wieder weg. Und also es war der letzte Part. Und ich hatte so viel Lust drauf. Unglaublich viel Lust. Und ich weiß nicht wieso. Ich hatte einfach mega Bock. Aber ich konnte halt nichts machen. Und das war halt so schade eigentlich. Und ja. Deswegen war das auch sehr, sehr schade, dass ich nur eine Folge aufnehmen konnte. Und jetzt bin ich zumindest sehr froh, dass ich jetzt ein bisschen mehr aufnehmen kann. Boah, was ist hier los? Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Lol, ich weiß echt gerade gar nicht, wie ich das machen soll. Wie wir Pronta da lösen. LOL! Wie funktioniert das? Bin ich jetzt so blöd dafür? Ich bin zu blöd dafür. Ich check das gerade nicht. Wie geht das? Hä? Hä, da ist ja noch ein Burenta. Hä? Warum ist da noch ein Purenta? Bin ich jetzt... Ist das das Purenta, was ich fangen muss? Warum ist denn da ein... Okay. Ich bin gerade... Ein bisschen PP, also.
Ach so, ich weiß, wie ich das machen muss. Cleveres Bürchen, ich sei. Ich weiß, wie ich das machen muss. Ich hab's. Guys, ich hab's. Ich hab's. Ich hab das Rätsel gelöst. Ja, also bitte. Das ist ja mal mega. Oh, wenn das jetzt falsch ist, mache ich mich voll zum Deppen. Das ist mega easy. Das ist easy. Guys. Ja, man, pass auf, ich zeig's euch jetzt, wie das geht. Mega chillig. Und dann gehen wir durch den scheiß Wald hier durch, ja mal. Easy. Also pass auf hier, Guys. Erstmal so. Zack. Ja, dann geht man hier oben lang. Dann merkt er das nicht, der Vogel. Und dann haben wir ihn. Okay. Ich bin immer noch überlegen, wie ich das mache. Okay, es ist doch nicht so einfach, wie ich gerade dachte. What the fuck? Hä? Oh Leute, ich hab's. Warte. So. Jetzt. Easy. Guys, jetzt. Jetzt ist es easy. Also, ich wollte euch nur verarschen. Easy. So, zack. Easy. Du hast dich von hinten angeschlichen und es erwischt. So. Wow, du hast es geschafft, eins von uns wieder einzufangen. Vielen Dank. Aber irgendwo musste ich noch eins in die verstecken. Easy. Dann weiß ich auch, wie das funktioniert. Zack. Einmal so. Zack, zack. Oh, da ist es. Boom. So. Alter, das war schon ein bisschen schwierig. So, gib mir jetzt Zerschneider, damit wir hier weiterkommen können. Wir müssen nämlich jetzt auch gleich einen Monsterschneider beibringen, damit wir überhaupt weiterkommen. Und wer eignet sich da? Leute, wann habe ich den Zeitenlernen gelernt? Bekommen. Hä? Sind die Attacken auch gewonnen im Nice? Als ob Zeitenlernen eine TM ist. Was? Ich würde es gerne Kevin lernen, weil Kevin im Moment nur Kopfnuss und Tackle hat. Und ich finde, Tackle ist zwar ganz okay, muss ich sagen. Aber Zerschneider macht einfach mehr Damage als Tackle. Und deswegen nehmen wir Tackle weg. Und Kevin hat damit Zerschneider gelernt. Ja, so. Zack, auf geht's. Jetzt geht's durch diesen Wald endlich weiter. Oder endlich durch den Wald. Weil ich habe ja gesagt, ich will heute gerne mit euch noch einen neuen Encounter fangen. Das ist so ein bisschen mein... Oh, da liegt ein Item. Ein bisschen mein Wunsch, dass wir hier heute da durchkommen. Und ich würde halt gerne auch noch den Encounter, wie gesagt, vor der Arena fangen. Aber das kriegen wir hin. So, erstmal zur Frage des Tages. Ich habe nämlich eine richtig tolle Frage wieder. Sammelt ihr Pokémon-Karten? Ich bin nämlich ein Typ, der ja mittlerweile wieder angefangen hat, Pokémon-Karten zu sammeln. Da vorne liegt mein Ordner, den kann man da vorne sehen. Jetzt gerade, wo ich die Hand habe, das ist ein schöner Pokémon-Ordner. Da sind Karten drin. Ich weiß, einige von euch sammeln das. Also die sammeln das, die spielen sogar auch Karten. Ich selber habe es mal eine Zeit lang gemacht. Online aber nur. Weil ich es aufs Dauer einfach, ja, es war einfach auf Dauer nichts für mich. Und mittlerweile bin ich aber wieder angefangen, diese Karten zu sammeln. Ja, was sehr, sehr, sehr geil ist. Mir macht es nämlich extrem viel Spaß, diese Karten zu sammeln. Und ich bin ein riesen Freund von dem Game. Besonders von den Karten, von den Artworks und so. Deswegen sammle ich sie, glaube ich, auch einfach noch. Und ich habe ja auch mittlerweile, Bruder, was machst du da? Ach nee, der erzählt mir... kann Kevin nicht Kopfnuss? Achso, ich kann das jetzt irgendeinem beibringen. Nee, brauche ich ja nicht, oder? Ach komm, ganz ehrlich, Bruder, brauche ich nicht. Kopfnuss brauche ich ja nicht lernen. Wenn ich schon habe, warum soll ich das nochmal lernen? Was macht die denn jetzt, die Olschke? Kimono, Kimono, mein Gewand, sag mir wie... Waldeswand, was? Muss ich gegen die kämpfen? Nee, ne? Nein. Ich kenne den Weg. Hä? Julena zeigt dir erstmal, wo man lang muss. Ist ja geil. Zurück zu den Karten. Lol, ein zweites Mal EP-Teiler. Ich wollte nämlich sagen, ich sammle nämlich diese Karten.
Und auch schon ein bisschen länger. Mittlerweile auch schon, ich glaube, wieder über ein Jahr oder zwei Jahre fast schon. Und ich habe einige coole Schätze mittlerweile in meinem Ding zusammen. Wenn ihr mal dazu ein Video haben wollt, was ich alles für Karten besitze im Ordner, schreibt es ruhig mal in die Kommentare, dann mache ich demnächst mal wirklich ein Video. Weil wir haben im Moment ja viele Pack-Openings, Auspack-Videos, Ebay-Karten-Openings, so, wo ich von Ebay Karten ersteigere. Und mich würde es mal interessieren, ob euch das alles so ein bisschen interessiert. Ja. Schreibt es mir einfach mal rein, weil ich bin ein Freund, ich sammle ja die Karten. Ich spiele das Game halt nicht so aktiv, aber ich bin ein Riesenfreund, wie gesagt, von den Karten. Weil ich sammle sie, mir macht Spaß und es ist einfach geil. Ich bin ganz ehrlich. Was? Habe ich irgendwas, eine Eisattacke oder so? Nee. Koopa, kommt das mal wieder rein. Giftstachel. Alter. Giftstachel. Overall. Easy. Ja, auf jeden Fall, ich sammle, wie gesagt, die Karten und bin da ja auch ein Riesenfreund von den Karten sammeln. Weil ich finde, an sich, muss ich sagen, es macht einfach Spaß, wenn man diese... Ich hole mal was raus hier. So, wenn man jetzt zum Beispiel hier sieht, diese Packs, das sind ja die neuen, das sind diese Teams in Triumph und, wenn man einfach diese Dinger aufmacht, dieses... Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr dieses Gefühl habt, wo ihr das Ding aufmacht und hofft, dass da was Geiles drin ist und ihr geht durch diese Karten, durch diese... die so frisch und neu sind. Das ist schon geil. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig geiler Shit. Und vielleicht bin ich auch deswegen ein Freund vom Sammeln der Kartendinger geworden. Weil, ich find's einfach geil. Weil das ist einfach auch einfach an sich macht es auch einfach Spaß, diese Karten zu sammeln. Weil man hat coole Artworks. Das sind Erinnerungsstücke. Zum Beispiel, wenn man Karten hat von 1996 oder so, die damals, wenn man klein war, gerade rausgekommen sind. So, das bringt bei mir nochmal so Kindheitserinnerungen wach. Und ich weiß nicht, wie es euch da geht. Mir auf jeden Fall macht das extrem viel Spaß, immer noch die Karten zu sammeln. Ich bin zwar kein Typ, der die Karten spielt, weil ich finde immer, wenn ich so eine Karte habe, nehmen wir jetzt einfach mal, zack, nehmen wir jetzt einfach mal die hier, so ein Aerodactyl in der Reverse-Variante, ne? Wenn ich finde immer so, ich finde die schön, ich finde die Artworks geil. Oh lol, ich sehe, dass das jetzt erst Cresselia ist. What? Bodyguard. Ich kann das jetzt, glaube ich, nicht mehr vergiften, ne? Wenn ich richtig liege. Oh Gott, nein, nicht sein fucking Ernst. Zauberblatt trifft immer. Zauberblatt trifft immer, Brudi. Danke dafür. Zauberblatt trifft immer. Ja, Tempui, Mann, eine neue Kampfattacke. Ich freue mich mal in eine Kampfattacke, außer Vergeltung, Alter. Patroni auch noch. Ja, Mann. Das ist noch gut. Kometenhieb weg dafür. Yo, Kometenhieb weg dafür. Zwei gute Prios, das ist immer nice. Wasserdevilmons! Cresselia, Entei. Was ist falsch bei dem Boy? Alter, was ist falsch bei dem? Egal, auf jeden Fall, ich bin, wie gesagt, bleib ein Freund von den Karten sammeln und es macht mir auch immer wieder Spaß, diese Karten zu sammeln. Weil es ist einfach ein geiles Gefühl, Guys. Es ist so ein schönes Gefühl. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und ich würde mich interessieren, wer von euch sagt... What the fuck, Alter, fick dir, ey. Das ist nicht sein fucking Ernst. God damn it, Brudi. Tankst du? Ja, easy. Oh. Oh, Gott sei Dank. Alter, ey. Lavita, ey. Gott. Mann, Alter. Was sind das hier für Trainer gerade? Ein Cresselia, ja, Entei. WTF. Holy shit. Nee, deine Nummer will ich nicht, weil ich nicht wieder gegen dich betteln will. So, der alte Mann. Gibt uns, wenn ich richtig liege, ein Ei. Und früher war die Stanza hier 12,5%, dass es ein Shiny ist. Das ist Gott sei Dank nicht mehr der Fall. Wir müssen jetzt eben hier mal ein bisschen das Tutorial angucken, wie das mit den Eiern funktioniert. Sehr, sehr, sehr geil. Wir werden aber auch keine Eier ablegen oder beziehungsweise keine Mons ablegen, weil... Doch, wir können Kabaloris ablegen, können es so leveln, aber ich bin nicht so ein Freund davon. Deswegen... Oh. So, wir holen uns eben die Nummer. So, sehr praktisch, sehr geil. Und wir gehen ab in die Stadt, würde ich sagen, Guys. Damit haben wir es geschafft. Wir sind in Dukatia City angekommen. Dukatia City, Entschuldigung.
Und haben es geschafft, können jetzt eigentlich in die nächste Arena gehen. Ich würde aber erst noch gucken, dass wir uns da unten noch einen Encounter fangen. Das machen wir noch jetzt noch bei dem Part. Und dann haben wir das auch eigentlich schon geschafft für heute. Weil dann haben wir noch einen Encounter. Wir sind happy. Ja, Route 34 muss man einmal auf mein Pokémon gucken, wegen den Karten. Weil ich mir immer ein bisschen verwirrt, ob das jetzt auch wirklich die neue Route ist. So, das war der Steichenwald. Das ist die Route Dings. Und da war die Route... Neben uns war die Route 33, so. Da Fleckmarunde haben wir Dings gefangen, Steichenwald, genau. Und Route 34 dürfen wir wieder was Neues fangen. So, bin sehr froh, dass wir es geschafft haben. Der Typ, glaube ich, kämpft nur nachts gegen uns, deswegen alles easy. Und jetzt muss ich überlegen, kommt hier schon Dukat hier, City, oder ist das jetzt schon... Nee, sobald ich verlasse... Nee, die Route bleibt noch. Jetzt ist sie gewechselt, ah, schade. Hätte mich interessiert. Route 34, südlich von Azalea City. Nice. Das Item gönnen wir uns. Und den Encounter gönnen wir uns auch noch nebenbei. Unser Encounter wird ein Fluffeluff sein. Okay. Kann man mal machen. Also jetzt nicht das Mon, wo ich sage, wow. Aber, Fluffeluff ist jetzt nicht schlecht für das Team. Weil Fluffeluff ist eigentlich ganz gut. Ich will aber, ich finde Fluffe jetzt wirklich nicht schlecht. Ich finde das gut. Ich will aber nur, oder ich hätte mir nur gewünscht, dass wir irgendwie sowas wie ein Feuer-Pokémon oder so mal jetzt in nächster Zeit mal kriegen. Weil Feuer-Pokémon sind für uns echt wichtig. So, wir brauchen wieder einen Namen für das Ding. Und, ich weiß schon, wie ich es nennen werde. Weil der Name passt einfach perfekt zu dem Boy. Ich weiß, es ist ein weibliches Mon, aber ich muss es so nennen. Liebe Grüße gehen an ihn raus, weil es ist einfach geil. Das passt perfekt zu ihm, weil er genauso kuschelbedürftig ist und so komisch ist. Wenn er die Parts guckt, dann weiß er Bescheid. Dann, ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel. Wir nennen es nämlich Fabi. Fabi, unser Fluffeluff. Kreuzschere bekommen, sehr nice. Eine weitere TM bekommen. Ich würde sagen, wir werden jetzt im nächsten Part noch einmal gucken, dass wir ein bisschen durch die Stadt hier uns, oder die Stadt ein bisschen erkunden und werden dann gucken, dass wir im nächsten Part auch die Arena schon mal anfangen, damit wir ein bisschen vorankommen beim ganzen Prozedere. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ich bedanke mich fürs Zusehen und beantwortet die Frage des Tages. Ja, sammelt ihr Pokémon-Karten? Ja, nein, vielleicht. Wieso sammelt ihr die? Würde mich interessieren. Ich habe meine Sicht mal so rausgehauen, warum ich Karten sammle mittlerweile und warum ich nicht dieses TCG online spiele oder allgemein TCG nicht spiele, aber warum ich die Karten sammle. Deswegen würde es mich freuen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Dankeschön fürs Zusehen und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, könnt ihr kostenlos abonnieren. Das könnt ihr oben links machen. Wenn ihr weitere Videos von mir sucht, könnt ihr die auf der rechten Seite finden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.